willkommen zu den Sport- und Spieltipps der Sportjugend Rheinland. Heute zeige ich euch, wie man mit Tüchern jonglieren lernt. Wenn ihr solche Tücher nicht zu Hause habt, eignen sich auch Küchentücher super zum Jonglieren. Ich fange erst mit einem an, das andere könnt ihr erstmal beiseite legen. Vorerst knote ich die Enden einmal zusammen. Für mich ist es dann einfacher, das Tuch zu fangen und auch zu werfen. Zu Beginn werfe ich es erstmal hoch, um mich an die Flugphase des Tuches und generell an das Tuch zu gewöhnen. Weil es ist immer noch was anderes, als einen ganz normalen Ball hochzuwerfen. Wie ihr seht, das Tuch ist viel länger in der Luft. Und einmal noch mit der anderen Hand. Und abwechselnd von der rechten in die linke und von der linken in die rechte. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr auch direkt das zweite Tuch dazu nehmen. Auch dieses habe ich zusammengeknotet. Ich fange an, erst das rechte und dann das linke Tuch nacheinander hochzuwerfen. Kommen wir auch schon zur nächsten Übung. Ich werfe das rechte Tuch Richtung meiner linken Hand und in der Zeit, wenn das Tuch am Fliegen ist, gebe ich das Tuch meiner linken Hand meiner rechten, sodass ein Kreislauf entsteht. Seht ihr? Ich werfe das Tuch hoch und in der Zeit gebe ich das andere Tuch meiner Hand. Versucht so, einen Rhythmus zu finden. Und ihr seht, so leicht kann das Jonglieren schon sein. Eine weitere Übung ist es, das rechte Tuch hochzuwerfen und kurz darauf auch das linke. So ein bisschen das über Kreuz fliegen. Und die Tücher dementsprechend auch fallen. Könnt ihr auch mal ein bisschen schneller werden. Und ihr seht, ihr jongliert. Oder mal in die andere Richtung. Also die andere Hand mal zuerst. Ihr merkt, es ist dann auch wieder ein bisschen schwieriger, dass schöne Bögen entstehen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.